Neben mir sitzt ein Mann, der sagt, wir müssen aufeinander zugehen, denn dann wird der Weg kürzer. Er ist Experte für den Klinikeinkauf und ich freue mich sehr, mit ihm jetzt in diese Welt einzutauchen und begrüße ganz herzlich neben mir Rüdiger Müller. Hallo, lieber Rüdiger. Hallo. Schön, dass du da bist und wir über dieses Thema sprechen. Danke. Denn ich glaube, viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern können sich darunter gar nichts vorstellen. Erzähl mal, was ist deine Arbeit? Meine Arbeit ist, dass ich versuche, den Klinikeinkauf auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Lieferanten für die Medizintechnik, Medizinprodukte, Lebensmittel, Apotheke zusammenzubringen. Ich selbst war lange Einkaufsleiter einer kommunalen Klinikkette in Franken und bin seit mehr als 10 Jahren selbstständig und versuche den Wissen, das ich als Einkaufsleiter hatte, praktisch und pragmatisch für beide Seiten umzusetzen. Das heißt, über welche Produkte sprechen wir da ganz konkret? Ich behandle alle Produkte im Klinikeinkauf von der ganz einfachen Mulpkompresse, die jeder kennt, wenn er eine Blutabnahme bekommt, bis zum Herzschrittmacher, bis zur Hüfte, bis zum Knie. Eigentlich alle Produkte, die am Patienten in der Klinik benutzt werden, verwendet werden. Und natürlich alles, was darüber hinausgeht, Lebensmittel, Apothekenbedarf, Wirtschaftsbedarf, um auf das letztes Jahr zurückzukommen, Masken, Desinfektionsmittel, Handschuhe, all diese Themen, die in der Klinik gebraucht werden. Das ist das, was ich in der Klinik einkaufe, mit den Lieferanten gemeinsam und natürlich auch mit den Anwendern gemeinsam. Okay, also wirklich auch eine riesengroße Produktbandbreite. Was gibt es denn da für Problemstellungen? Im Klinikeinkauf ist es ein bisschen anders als in der normalen Industrie. Ich würde jetzt mal vergleichen mit Automotive oder Kunststoffverarbeitender Industrie, dass wir natürlich am Ende immer den Patienten haben. Mhm. Der Patient will natürlich, jeder Patient, wenn du und ich ins Krankenhaus kommen, möchte man eine bestmögliche Versorgung, das bestmögliche Produkt. Und das will natürlich auch der Arzt. Der Arzt ist natürlich derjenige, der sagt, ich möchte das beste Produkt für meine Patienten. Allerdings ist natürlich die Problematik, dass die Wirtschaftlichkeit ein Problem ist in den Kliniken. Das heißt, wir müssen versuchen, diesen Spagat zwischen optimaler Versorgung auf der einen Seite und Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite optimal zu gestalten. Und das ist natürlich die Aufgabe eines Einkaufsleiters, zu schauen, welche Produkte gibt es am Markt, wie kann ich mit meinem Arzt dann auch darüber sprechen. Weil ich habe das in den seltensten Fällen erlebt, dass mir ein Chefarzt vor lauter Freude in die Arme gesprungen ist und hat gesagt, ja, endlich muss ich meine Produkte wechseln. Sondern es geht eher darum zu sagen, wie kann ich ihn wirtschaftlich überzeugen. Mhm. Und der Kostendruck in den Kliniken, das ist ja kein Geheimnis, nimmt in den letzten Jahren immens zu. Ja. Und ich glaube auch jetzt in den nächsten Jahren, wenn die Corona-Welle mal wirklich weg sein sollte, auch nochmal stärker sein wird. Und das ist natürlich jetzt die Aufgabe des Einkaufs, diese Wechselwirkung zwischen Lieferant, Anwender und im Klinikbereich gibt es noch eine spezielle Form, das sind sogenannte Einkaufsgemeinschaften, die quasi dazwischen stehen, die Preise verhandeln für die Kliniken, die Lieferanten listen. Mhm. Das ist ähnlich wie ein Versicherungsvertreter, sage ich immer. Mhm. Und die Klinik kann sich dann da Preise beziehen oder diese Preise nutzen. Und dieses Bankspiel muss ich machen. Und das ist eigentlich die Aufgabe eines Einkaufsleiters. Spannend. Bist du dann regelmäßig bei einer Einrichtung oder ist es auch wirklich, dass du eher so projektmäßig dort bist? Kommt drauf an. Mhm. Also im Klinikbereich ist es so, dass ich sage, wenn ich in dem Bereich tätig bin, ist es manchmal Interimmanagement. Mhm. In dem Fall, dass Stellen unbesetzt sind, Krankheitsfälle, dann bin ich klassischer Interimmanager. Meistens sind es aber klassische Projekte. Das sind einfach Häuser, die sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Thema. Ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen? Wir wollen unsere Wirtschaftlichkeit überprüfen. Und ich kaufe, wie du vielleicht hörst, ich sage nie billiger, sondern ich sage immer wirtschaftlicher. Billiger kann ich immer einkaufen, das ist überhaupt kein Problem. Sondern wir versuchen wirtschaftlich einzukaufen, wirtschaftlicher einzukaufen. Und das ist im Prinzip die Aufgabe, die ich in den Kliniken mache. Ich würde jetzt mal sagen, 90% der Themen, die ich habe, sind Projektthemen. Mhm. Dauern meistens halbes bis dreiviertel Jahr. Jetzt bist du aber nicht nur auf der Seite der Krankenhäuser tätig, sondern auch in der Industrie. Was machst du denn dort? Genau, das ist immer die Frage, wie kann ich beide Seiten bedienen? Mhm. Aber das hat schon einen Hintergrund. Wie gesagt, ich möchte das Verständnis für die beiden Seiten miteinander mehr und stärker zusammenzubringen. Ich arbeite mit Medizintechnik, Medizinprodukte, Firmen zusammen, die auf den deutschen Markt kommen wollen oder schon auf den deutschen Markt sind. Ja. Das können sowohl etablierte Firmen sein, die große Umsätze in den Kliniken haben, die sagen, okay, anstelle des 88. Vertriebstrainings möchte ich jetzt mal vielleicht jemanden hören, der mir aus der Tiefe meines Kunden vielleicht ein paar Informationen geben kann. Wie laufen denn die Entscheidungswege in den Kliniken? Wer sind die Entscheidungsträger? Warum komme ich mit meinem Produkt nicht weiter? Mhm. Und das ist halt das eine. Und das andere, dass ich mit internationalen Start-ups zusammenarbeite,
die den deutschen Markt versuchen für sich zu finden. Da muss ich auch manchen desillusionieren, die sich das manchmal auch ein bisschen leicht vorstellen. Die sagen, okay, ich habe hier ein Produkt oder eine Dienstleistung oder gerade jetzt Digitalisierung, eine gute IT-Lösung, um die auf den Markt zu bringen, aber den Markt einfach schlicht und einfach unterschätzen. Und da versuche ich denen halt auch zu helfen und zu sagen, wie kann ich hier rein, wie muss ich mich positionieren, wie muss ich mich inszenieren, wie kann ich auf diesen schwierigen Markt in Deutschland auch reinkommen. Und das sind die Aufgaben. Was ist da so auch häufig das Problem, dass man eben das nicht schafft, an den Markt einzutreten? Zum einen ist es ein Produkt, kann es das Produkt sein. Mhm. Also es gibt viele, die dann jetzt gerade in Corona-Zeiten, die letztes Jahr Desinfektionsmittel, Masken und Handschuhe und sonst irgendwas verkauft haben und plötzlich den Klinikmarkt als eierlegende Wollmilchsau für sich entdeckt haben. Die Zeiten sind natürlich vorbei jetzt. Ja. Das war letztes Jahr anders. Letztes Jahr war es, ein Verkäufermarkt. Ich musste nehmen, was ich bekomme. Mhm. Jetzt ist es wieder ein Käufermarkt. Und die sich einfach teilweise in dem Produkt einfach tummeln, was der Markt einfach gesättigt ist. Ja. Verbandstoffe, solche Themen, da gibt es zig und zig Lieferanten. Das ist halt das eine. Das zweite ist, dass die den Entscheidungsweg teilweise oder die Entscheidungswege in den Kliniken für sich zu einfach sehen. Die denken, sie haben ein tolles Produkt, digitale Lösungen. Und ich muss kaufen. Und ich sage immer, sie sind nicht nur im Wettbewerb mit ihrem eigenen Produkt zu anderen Produkten, sie sind einfach im Wettbewerb innerhalb des Budgets der Klinik. Mhm. Die Klinik hat ein beschränktes Budget und hat einen gewissen Wirtschaftsplan, gewisses Wirtschaftsvolumen, das sie nutzen kann. Aber die Entscheidung fällt natürlich, kaufe ich jetzt einen OP-Turm für 70.000, 80.000, 90.000 Euro, wenn der defekt ist? Weil wenn ich keinen kaufe, steht der OP. Ja. Oder kaufe ich eine digitale Spracherkennung? Jetzt mal ganz krass gesagt. Und das sind Themen, dass die Firmen teilweise nicht verstehen. Die sind dann teilweise zu überzeugt von ihrem Produkt aus meiner Sicht. Aber ich versuche dann schon den Weg ein bisschen zu ebnen und mache da Workshops, mache Coachings mit ihnen und versuche da das Verständnis gegenseitig aufzubauen. Aber mangelt es dann auch an Kommunikation zwischen den Krankenhäusern und der Industrie? Die Kommunikation ist schon da, aber teilweise meines Erachtens teilweise falsch. Mhm. Also ich glaube, was ich immer wieder bei den Firmen auch sehe und auch egal, ob das jetzt teilweise etabliert oder auch junge Firmen sind, die erzählen alles, wo sie herkommen, was sie machen, wie viele Investoren sie im Rücken haben. Und ich frage dann immer, was ist euer Nutzen? Was ist euer Nutzen? Warum soll ich, wenn ich jetzt 100.000 Euro Budget ausgebe, warum soll ich mein Geld dir geben und nicht jemand anderen? Ja. Und das ist immer für mich die Frage, wie positionieren sie sich? Also wo ist ihr Nutzen? Wo kann ich mit ihnen arbeiten? Am Ende des Tages für beide einen Benefit haben, dass ich sage, auf der einen Seite für die Klinik, Wirtschaftlichkeit, bessere Outcome bei den Patienten, eine bessere Wirtschaftlichkeit und für die Industrie, für den Lieferanten natürlich, dass er seine Produkte verkaufen kann. Mhm. Und da ist immer die Frage, wie kann ich diesen Nutzen besser darstellen? Jetzt siehst du gerne einen Vergleich zwischen dem Einkäufer des Krankenhauses und Fußball. Was ist denn da die Gemeinsamkeit? Ja, meine große Leidenschaft ist Borussia Mönchengladbach, meine ganz große Liebe. Und ich versuche immer darzustellen, auch in den Workshops mit der Industrie oder mit den Lieferanten, dass ich sage, der Klinikeinkäufer kann auf der einen Seite dein Verteidiger sein. Wenn ich sage, ich bin als Einkäufer überzeugt von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung, von deinem Service, im Endeffekt natürlich auch von ihm als Mensch, von dem Key-Accounter oder Vertriebsleiter, dann werde ich den intern verteidigen. Mhm. Es kann auch sein, dass ich Mittelfeldstratege bin, der sagt, okay, ich muss jetzt aufpassen, wie muss ich mit dem Chefarzt umgehen? Mhm. Wie muss ich mit ihm argumentieren? Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Kann aber genauso sein, dass ich Stürmer bin, dass ich sage, ich bin jetzt überzeugt und wir haben einen wirtschaftlichen Druck. Ich muss jetzt das Produkt wechseln, weil wir entsprechend Einsparungen generieren müssen. Mhm. Aufpassen muss ich natürlich als Einkäufer, dass ich diese Position nicht zu sehr ausreize, sonst bin ich relativ schnell auf der Ersatzbank oder auf der Tribüne. Ja. Und das möchte ich halt vermeiden. Jetzt ist es ja so, dass gerade auch in den Nachrichten, in den Zeitungen häufig steht vom Missstand der Ausstattung der deutschen Krankenhäuser und dass dieser Digitalisierungszug verpasst wird. Wie siehst du das denn? Würdest du sagen, es ist eigentlich genug da, wenn man andere Produkte richtig einkaufen würde? Oder wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Ich glaube, das muss man ein bisschen trennen. Also das eine ist sicherlich der bekannte Investitionsstau in den Kliniken, dass ich sage,
da ist zu wenig Geld vom Land oder vom Bund noch da gegeben, um die Investitionen tätigen zu können. Auf der anderen Seite ist halt immer auch die Frage, wie werden die Prioritäten in der Investition gelegt. Das legt ja jedes Klinikum mehr oder weniger selbst fest. Da ist sicherlich massiver Stau da. In den anderen Produktbereichen ist es sicherlich kein großes Problem. Also da ist genügend Artikel, genügend Ware da. Da geht es halt nur darum, dass ich sage, als Klinikeinkäufer, welchen Lieferanten ziehe ich denn? Mhm. Und das Problem, was ich eher sehe, ist momentan durch viele Regulierungen, Medizinproduktegesetz, Zulassungen, Regulatory Affairs, dass es natürlich für Klein- und Kleinstfirmen immer schwieriger wird, diese Anforderungen zu erfüllen. Ja. Das kostet ja auch ziemlich viel Geld, um dann das Geld in die Hand zu nehmen, um dann in die Klinik reinzubekommen, obwohl sie nicht wissen, wollen die überhaupt. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Also das ist sicherlich ein Thema, was in den Kliniken momentan eher oder für die Lieferanten eher ein Thema sein sollte. Mhm. Muss sich da auch was ändern, deiner Meinung nach? Ja, klar, muss sich was ändern. Ich glaube allgemein, die ganzen Themen wie Vergaberecht, diese ganzen Zulassungen könnten einfacher, könnten schneller, könnten effektiver sein. Mhm. Weil aktuell ist es halt schwierig, für ein innovatives Produkt, für einen innovativen Lieferanten in so einen Markt reinzudringen. Mhm. Oder schwieriger, sage ich mal. Mhm. Sicherlich nicht unmöglich, aber der Trend geht einfach dahin. Also vor 15 Jahren war das so, dass ich in der Klinik relativ viel breit gefächert Lieferanten hatte. Sage ich mal 20 Lieferanten im Verbandstoffbereich. Heutzutage mache ich das mit ein oder mit zwei. Ui. Oder auch im Bereich Prothetik, Knie, Hüfte. Das war früher 6, 7, 8 Lieferanten. Heutzutage mache ich das mit ein oder mit zwei. Warum? Weil im Prinzip der Einzelpreis nicht mehr die entscheidende Rolle spielt, sondern nur das Volumen. Ich mache dann über Rückvergütungen, über Boniverträge, über Rahmenvereinbarungen. Da wird es dann attraktiv für die attraktiver für die Kliniken. Und das ist halt der Punkt. Und das muss halt, es ist diese Wechselwirkung zwischen Einkauf und Industrie und die muss natürlich optimal sein. Oder sollte optimal sein. Wie kannst du da auch unterstützen und was für einen Ansatz verfolgst du auch? Mein Ziel ist, ich mache diese Workshops für die Industrie auch. Der heißt ja, verstehen Sie den Klinikeinkauf? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Mhm. Mein Ziel ist es am Ende des Tages, dass bei dem Workshop, wenn ich fertig bin, das Fragezeichen weg ist. Und ich sage immer, diese Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Forderung und Nutzen von Industrie und Klinik. Das kann ja manchmal ein kleiner Bach sein, kann aber auch mal ein ganz großes Gebirge sein. Und mein Ziel ist, mit der Industrie, mit den Kliniken, ich sage immer, eine Nutzenbrücke zu bauen, dass ich sage, darüber müssen beide gehen. Links steht der Anwender oder die Klinik, rechts steht die Industrie, der Lieferant und die beiden müssen aufeinander zugehen. Die müssen beide verstehen, warum tickt der eine Seite so, warum tickt die andere Seite so? Und das ist eigentlich das Entscheidende. Wenn ich mit den Start-ups spreche, wer sind die Key Decision Maker in den Kliniken? Mhm. Wer trifft die Entscheidung? Warum werden sie so getroffen? Und das sind Themen, die ich versuche dann zu positionieren, gemeinsam mit den Firmen, aber auch mit den Einkäufern gemeinsam. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also da aber auch wirklich pragmatisch eher vorgehen. Ich bin absoluter Pragmatiker und ich versuche auch dann auch praktisch Dinge umzusetzen mit den Kliniken, auch wenn ich Klinikprojekte habe, auch mal zu sagen, manche Dinge gehen und manche Dinge gehen nicht. Mhm. Ich vor 20 Jahren im Klinikeinkauf angefangen, habe ich gesagt, verstehe nicht, warum wir das und das nicht machen können. Jetzt verstehe ich das aus der Erfahrung einfach heraus und dass man dann sagen kann, ja, manche Dinge lassen wir lieber die Finger davon oder der Chefarzt hat nach wie vor dann in dem Produktbereich noch eine sehr hohe Stellung. Ja. Also werden wir da jetzt mal erstmal die Füße ein bisschen stiller halten als vielleicht bei jemand anders. Und das ist eigentlich der Punkt. Also für mich steht das Thema Pragmatismus sehr, sehr hoch und ich versuche immer den Firmen mitzugeben. Am Anfang, glaube ich, ist es wichtig, bekannt zu sein, bekannt zu werden. Und dann am Ende die Kompetenz auszuspielen. Wunderbar, lieber Rüdiger. Danke, dass du uns heute mehr über den Einkauf in dem Klinikbereich erzählt hast. Das war sehr spannend. Vielen Dank dir. Vielen Dank. Danke.